Ja, also es war relativ schwierig. Wir sind eigentlich komplett ins Corona-Semester schlechthin gestartet. Und für uns, wir haben relativ schnell festgestellt, dass auch dieses Eigentliche dann gefehlt hat irgendwann. Wir hatten halt wirklich nur dieses trockene Zoom. Und wenn du dich nicht kennst, dann ist es erstmal so, okay, über was sprechen wir denn jetzt? Die Fachschaft ist eigentlich super wichtig, weil die Fachschaft setzt sich dafür ein, dass eben gerade Studenten auch Zugang zueinander finden, dass wir Veranstaltungen zusammen planen, dass man auch Ereignisse zusammen hat, über die man sprechen kann. Es macht total viel Spaß, einfach das Miteinander zu haben, gerade weil man auch den Bezug zu seinem Studiengang dann nochmal hat. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um sich kennenzulernen, gerade auch nicht nur auf der Party an sich, sondern auch während das Ganze geplant wird, weil das ist auch ein Riesenspaß. Der Unisport ist total cool, weil im Normalfall kennt man das halt, dass ein Fitnessstudio relativ teuer ist. So ein Monatsabo, gerade als Student, kann man sich das auch nicht leisten. Und deswegen ist die Option eben da, dass man auch sagen kann, hey, ich nutze das Angebot von der Uni. Es gibt Dinge wie zum Beispiel, dass man das Fitnessstudio dort nutzen kann. Man kann die Sportplätze, die Basketballplätze kann man benutzen. Und ja, ich denke mal, dass es eine tolle Möglichkeit ist, um auch wieder Kontakte zu knüpfen. Gerade MM lebt ja auch von der Social Media Welt. Wir haben unsere eigene Instagram-Seite. Die Instagram-Seite gibt euch natürlich Informationen darüber, was gerade wichtig ist, was ansteht. Damit seid ihr eigentlich immer up to date. Ihr könnt euch darüber auch verknüpfen. Man sieht natürlich auch, wer ist Teil von MM darüber. Man kann MM auch direkt anschreiben und sagen, hey, ich würde gern Leute kennenlernen. Das ist auch gar kein Thema. Und wir können auch schauen, dass wir eben euch helfen, dort Kontakte zu knüpfen. Eine weitere Option ist es dann natürlich, dass man auch sich dem ESG anschließen kann. Das ist die Evangelische Studentengemeinde. Die bieten zum Beispiel auch sowas wie Chöre, Orchester, Tanzkurse und ab und zu auch kleinere Veranstaltungen an. So, zum Kontakte knüpfen. In Würzburg gehört natürlich auch das Feiern für die Studenten. Und gerade Studenten, finde ich, haben die Möglichkeit, sich dort besser kennenzulernen. Und cooler Tipp, ihr lernt dort nicht nur eure eigenen Kommilitonen kennen, sondern ihr habt natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viele neue Leute auch kennenzulernen. Ich würde sagen, go for it und knüpft Kontakte.